Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich und herzlich willkommen bei Mittelalter-Dynastie, die wir uns gerade gründen, die wir uns aufbauen. Oh ja, wir sind ein harter, aber fairer Meister. Eigentlich schon einiges auf dem Kerbholz, muss ich ganz ehrlich eingestehen. Wir müssen beim Unigost auf Ereignisse warten. Bei den Kapiteln ist nichts mehr und Nebenquests habe ich im Moment keine angenommen, weil das wird ja immer bunter. So, und dann würde ich eigentlich gerne mal so nebenbei, aber da muss ich mal eben schnell an den anderen Rechner, weil ich bin alt und vergesslich. Muss ich mal eben schnell schauen, weil da ist jemand wirklich so nett gewesen. Die gute Layla Moon oder der gute Layla Moon oder das Layla Moon, weil Moon, ne? Vielen lieben Dank für die Kommentare, die Hinweise, die Tipps und so weiter. Ja, wollte ich einfach mal gesagt haben. Finde ich cool, aber wie auch in meinem Kommentar beschrieben, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, jetzt schon herauszufinden, wie viel was bringt. Ich mache das ja auch immer so mit, ach, gucken wir mal, wie viel wir jetzt auf unser Strohdreschen kriegen und so, aber Sinn macht das im Moment, glaube ich, weniger, weil es wird bestimmt noch einiges geändert. Bestimmt, ganz bestimmt. Und die haben ja auch fett geteased, die bösen Leute hier von ich bin alt und vergesslich. Toplitz Games. Es ist Sonntag, also lasst mich in Ruhe, ja? Mit Beleuchtung. Und ich könnte behaupten, da waren Wege zu sehen. Krass. Okay, wir haben, glaube ich, Jagdhütte 2 freigeschaltet. Würde ich gerne bauen, aber ich glaube, wir sind am Ende. Und ich weiß nicht, wann wir wieder Reputationspunkte bekommen, oder andersrum gesagt, ich weiß nicht, wie viele Reputationspunkte wir benötigen, um hier das Gebäudelimit wieder ein bisschen zu verändern. Wir könnten natürlich die alte Jagdhütte abreißen und die, wow, was sind die glücklich hier? Entschuldigt, abreißen und die neue, aber die sind echt glücklich, oder? Na, nicht alle, aber hey, hey, ho, ho. abreißen und dann die neue neu bauen. Ich hätte sagen, wir entscheiden das, wenn wir mal die Felder kontrolliert haben. Ah, sehr schön. Ah, noch in der Ernte. Ja, 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 ja. Und wenn die abgetragen sind, dann können wir eigentlich komplett auf Möhren umschwenken. Denn es dürfte ja dann später mal der Winter vor der Tür stehen. Tach, moin und hallo. Ist das nicht ein bisschen spät für den Kleinen? Oh ne, 19 Uhr noch was. Dann können wir ja mal vielleicht... Echt jetzt? Boah, ich habe keine Fackel, um euch meinen Stammhalter nochmal unter die Nase zu reiben. Hier die coole Fackel. Wenn da jemand irgendeinen Tipp hat, wo ich die herbekomme, außer kaufen, wo ich das Engram finde, das Rezept, ey, gib mir Bescheid. Inventar! Nein! So, fackeln wir nicht lang. Wie gesagt, 2 Tage nicht gespielt, schon wieder alles vergessen. Oh, oh, guck mal, Knutzi. Hat irgendwie sehr einen ziemlich grausamen Namen, glaube ich. Können wir jetzt gleich nochmal schauen. Also, der Name unserer Frau ist auch nicht gerade zungenfreundlich. Gotthard. Erinnert mich so ein bisschen an den Gotthardtunnel, ne? Okay, gut. Oh, Kadaver schreibt gerade, er sucht gerade. Und zwar nach der Möglichkeit, diese Fackel herzustellen. Also nicht die einfache Fackel, sondern die Fackel. Kenne ich eigentlich nur von den Fantastischen Vieren. Lass mich mal eben wieder wie immer am Anfang einen kleinen Checker machen. Brennholz. Ich meine, gut, wir haben geholfen. Aber da ist noch einiges beigekommen. Das ist cool. Einer der sehr komischen Filme Dung und Dünger. haben wir gut am Start. Das freut. Oh, 234 Eisen. 412 Federn, das hieße, wir könnten rein theoretisch, aber wir haben jede Arbeitskraft auf irgendeinem Arbeitsplatz. Könnten wir mal probieren, wie es aussieht, wenn wir Pfeile herstellen und die verkaufen.
dass wir quasi in die nächste Kerbe hacken und nicht nur Kartoffeln verkaufen. Wir haben tatsächlich noch 23 Lehmbewurf. Okay, damit könnte ich gut leben. Tierfutter 17, also stellen die auch tatsächlich Tierfutter her. Gut, das mit dem Ton, das ist noch so eine Sache. Wir sind ein bisschen weit entfernt vom Ton. Den hole ich besser ran. Gut, wir haben einiges an aufgemotzten Hütten in unserer Kleinstadt. Und das sage ich zurecht. Ja, das mit den Steuern, da würde ich mal das Doppelte draufhauen. Also ich würde da jetzt einfach nochmal locker 2 draufhauen. Ich glaube, das wird uns erwarten. Ich habe jetzt nicht zusammengerechnet und so, aber dreckig sind wir nicht allzu sehr. So, Jagdhütte, die könnten wir abreißen und da halt eine neue hinstellen. Das sollten wir dann aber auch in dieser Nacht tun. Tätigen! Das sind die alten Häuser. Die werden dann halt immer nur Stück für Stück verbessert. Man sieht es am Dach und so. Wenn man überhaupt was sieht. Ja, gut. Die hier haben wir noch nicht aufgehübscht. Okay. Die 4-9. Stimmt, wir waren hier drüben. Wir haben das komplett frisch neue hier belehmwurft. Quasi klimagünstig beeinflusst. Und machen damit auch noch weiter die Steinhäuser. Es ist aber halt eine Menge Lehm, weil ich mecker jedes Mal drüber. Meine Fackel ist bald kaputt, da meckere ich jetzt auch nochmal drüber. Meine Fackel geht kaputt. Ist etwas viel, weil das Rezept ist echt scheiden. Aber naja, okay. Müssen wir mit klarkommen. 27 Leinenfäden, das ist gar nicht mal so übel. Ich bin auch natürlich am Lebensmittellager vorbeigelaufen. Wir haben 20 Uhr. Cool. Ja, könnten wir machen. Beeren en masse. Das heißt, die sind aber bald verdorben. Also im Winter spätestens haben wir da wieder Verdorbenes. Damit können wir Dung und Dünger herstellen. Die Pilze, die könnte ich eigentlich immer mitnehmen zum Verkauf. Oh, Fisch. Ja, wir sollten eine Fischbude eröffnen. Makrele, Hering, Aal. Okay, gebratenes. Dann sollte ich. Dann, na, aber. Die brauchen sehr viel Zwiebeln, ne, für dieses. Okay. Dürften wir kein Problem mit haben. Weizen. Ich täte fast sagen, wir sind reich und mächtig, aber irgendwie. So, dann wäre der Plan fürs allererste. Ach, guck mal, das Schweinchen. Das nächtig draußen, oder ist das ein Stein? Guck mal, das Schweinchen. Mal wieder saufen. Ja, und hat es dann nicht mehr ganz in die Hülle geschafft, ne? Oder die Olle hat ihn rausgeschmissen, ne? Ja, lass mich in Ruhe. Okay, wir gehen. Ja, lass mal in die Hütte schauen, also in die Scheune. Was wir da überhaupt haben? Ja gut, dass wir eine Übermacht an Kohl haben. Also wenn wir eine Armee aus Kohl aufstellen könnten, dann hätten wir schon den ganzen Planeten erobert. Flachssamen, bla bla, Kohlsamen, Roggen. Oh, wir haben Roggen und Weizen mittlerweile richtig, richtig kräftig am Start. Das heißt, wir hätten eine Menge Stroh für unseren Lehmbewurf. 23 Lehmbewurf haben wir doch, das ist nichts. 6, 12, 18, 24, das wären maximal 3 Wände. Also noch nicht mal komplett. Das heißt, wir müssten dann auch nochmal richtig, richtig scheffeln gehen. Schaufeln gehen. Machen wir erstmal die Hütte leer und dann setzen wir hier die neue hin. Tschuck. Ich wusste es, dass die hier Krempel drin haben. Alter. Behalt doch deinen Trinkschlauch bei dir. Was willst du denn jetzt mit dem Trinkschlauch?
Fackel geht kaputt. Wir nehmen den Hammer. Schnappen uns einen Stock, ein bisschen Stroh. Schrauben uns eine neue. Den einzigen Stock, den wir noch haben. Crafting. Fackel. Oh, wie hübsch. Oder? Jetzt kommt wieder die Horrormucke. Ja, Hammer brauchen wir. Also, ich könnte ja wieder Licht anmachen. Der Eisenhammer 54%, der könnte sogar noch den Aufbau überleben. Das ist schön. Diesen unnötigen Krempel, das ist jetzt aber wirklich Lebensmittellager. Na, wer ist denn da des Nächtens noch unterwegs? Den behalten wir mal. Ich bin irgendwie sehr geübt, den Schweiner reinzulaufen. Also in Wilde. Ja, dann, aha. Täten wir den mal hier da drauf tun, ne? Und dann täten wir mal sagen, guck mal, mach Destroyer. Jagdhüte 1. Ich wollte mich nur noch mal vergewissern. Sind wir diese Steuerlast los? Okay, dann nicht. Gebäude. Jagd, Überleben, bla bla. Jagdhütte 2, 6 Rundhölzer. Okay, das ist ja noch zu schaffen. Lassen wir die da, die Jagdhütte. Oder platzieren wir die ein wenig um? Naja, also mitten ins Bärenfeld wäre kacke. Ich denke, wir lassen die hier, drehen die aber nach innen, also den Eingang, das Innere nach außen. Wir sitzen gerne den ganzen Abend auf unserer Terrasse. Bretter werden wir bestimmt brauchen. 6 Rundhölzer, davon war die Sprache. Ach, da kann ich ja noch. Oh, jetzt kann ich aber nicht mehr. Sodass ich quasi Schmied und Jäger guten Tag sagen. Sonst entfernen die sich voneinander, wisst ihr? Das gibt Spannungen. Jagdhütte 2, sehr schön. Wo können wir die denn überhaupt hinpflanzen? Geht das denn überhaupt irgendwo hier hin? Ah, da hinten ja. Das möchte ich aber eigentlich gar nicht mehr. Das ist hier wegen dem Steinhügel, ne? Mhm. Da ist schon unser Gemüsebusch. Da gehe ich jetzt aber nicht so ganz mit konform. So, gehen wir erstmal hier an die Wand. Das schafft er nicht, das ab hier. Dann wäre die Jagdhütte. Das ist immer noch wegen hier links, dem Steinen. Also die andere Hütte ist das weniger. Ich könnte das hier quasi Dach unter Dach stellen. Das wäre dem egal. Ab hier natürlich nicht mehr. Und komm, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja, jetzt kommt der Steinhaufen in den Weg. Und jetzt wieder das andere Haus. Zack. Passe ich da noch durch? Jo. Ja, bin ich noch nicht zu fett für. So, da können wir nichts dran machen, außer sagen, Holzwand mit Tür. So, okay. Stöcke brauchen wir und Rundholz. 7. Ah ja. 1. Haben wir noch 2. Und dann fängt die Rennerei an für das Rundholz. Stöcke haben wir hier eigentlich rumliegen und rumstehen. Also so,
Rein theoretisch hat er die Fackel. Nee, oder nicht? Du, 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 du. So. Truhe, Rundholz. Truhe, Rundholz. So war das, ne? Ah, 12 werden wir bestimmt mitnehmen können. Sogar 13. Ja, dann werden wir hierfür Bretter brauchen. Ach, Rundhölzer sogar. Okay. Nix dagegen. Tja. Was echt hübsch. Jo, bis gleich Kadaver. Jip. Gut, 17 oder 14 ist wirklich ein ganz kleines bisschen viel, weil ich ja noch das Stroh auf der Hand habe. Ne? Ich denke, dass es die Bretter sind. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch irgendwo Rundhölzer rumfliegen haben. Müssten wir echt mal schauen. Denn ich habe ganz schön geaßt. Wegen den ganzen neuen Hütten und so. Aber wir hatten ja mittlerweile so viele Leute am Start, dass es ging ja gar nicht mehr anders. Musik erhält uns die Nacht. Zick. Ja, komm, erhol dich. Erhol dich, bleib locker. Tief durchatmen. Ach, er wird damit schon fertig. Der schafft das. Brauchen wir gleich noch für irgendwas stöckern, ne? Eng. Jo, hier noch 6 Stöcker. Und dann haben wir das. Ne, da oben, da fehlt noch was, ne? Hui, 6 Stöcke, 6 Stöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nicht. Okay. Johanniskraut ist jetzt nicht unbedingt, weil man merkt schon, dass ich hier häufig rumgelaufen bin, ne? Und habe schon alle Äste abgegrast hier und so. Okay, ja, schön. Nehmen wir die direkt mal mit. Dü, dü, dü. Ja, jetzt sind wir umringt von Zweigen. Schön. Sehr angenehm. Ja, bin also jetzt im Hinterkopf schon die ganze Zeit am Überlegen, ob wir das wirklich machen, da mal jemanden in die Schmiede zu stellen. Und zu sagen, hey, stell mal her, weil wir haben eine Menge Pfeile. Federn. Stöcke haben wir jetzt gleich schon ein paar. Mehr oder... Was? Stimmt, ich habe ja eben den Trinkschlauch mal eben woanders hingehalten. Das wird er mir ja direkt ganz, ganz übel genommen. Darf man nicht mehr sofort über ihn verfügen? Nein. Ah, Trinkschlauch ist gut. So. Ja, ich denke, die Stöcke haben wir zusammen, ne? Bam! Jagdhütte 2. So, jetzt haben wir 2 Arbeitslose. Ach, guck mal hier, Trockengestell. Und ich hatte mich schon gefragt. Und ich hatte mich schon gefragt, wo können wir denn trocknen? Salzen. Aber das war doch schon in der anderen Hütte, oder? War das nicht schon in der anderen Hütte? Ich bin mir nicht sicher. Ja, gut, das heißt, wir haben in unserem Management irgendwo Arbeitslose, ne, oder? Nee, noch nicht mal. Doch, hier. Zack. Aber das war wenn eine Sammlerin.
Das war meine Jägerin, aber die ist gar nicht so gut in Jagd. Ja gut, also ich meine, die Bestjägerin ist ja im Moment leider verhindert. Die ist ja raus aus dem Arbeits. Ist das nur Fischerei? Ich Döfchen, wo gucke ich denn hin? Ich gucke auf Fischerei anstatt Jägerei. Also aber trotzdem, das ist mein Sohn. 6. Ha, hier Ludger da. Ich dachte schon, ich hätte einen Fehler gemacht. Die kriegt einen Job auf der Jagdhütte 2 als Jäger. So, cool. Dann haben wir noch Mobdi. Mobdi hätte ich da gern als Sammler. So. Hat die Jagdhütte jetzt noch Plätze frei, oder was? Oh ja, 4 Leute könnten da arbeiten. Alles klar. Fischerhütte nur einer. Wie sehen die Häuser aus? Ja gut, da werden wir einige im Winter direkt erstmal wieder reparieren müssen. Aber das wird schon, ne? Es ist sehr still, das Spiel, wenn man die Musik nicht dabei hat. Ne? Die Felder, wie weit sind die? Ja gut, wir haben ja noch bis demnächst Zeit. Die sind alle soweit zufrieden. Ja, gut. Wir haben noch gar nicht so spät. Dann bräuchten wir Schaufel, ein paar Speere. Tätig sagen, knüppeln wir mal noch so ein bisschen Leben, wa? Bin mir nur gerade im Moment unsicher, wo. Und in der Dunkelheit ist das auch immer so eine Sache. Ich denke, am simpelsten wäre es hier drüben, wenn ich da nicht schon wieder alles abgegrast habe. Kann ja sein. Dum, 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 dum. So, haben wir. Eisenhammer können wir erstmal wegtun. Den brauchen wir höchstwahrscheinlich erst wieder im Winter. Brett, bla bla, Rundholz können wir eigentlich... Nee, lass mal gucken. Habe ich hier nicht noch hölzerne Speere, sag ich doch. Okay, dann können wir erstmal aufräumen gehen. Wir sollten uns, wenn möglich, eventuell noch eine Fackel craften. So. Dann können wir den eigentlichen Klumpatsch wegbringen. Na, ich wäre echt davon ausgegangen, dass wir noch Bretter fürs Dach brauchen, aber haben wir gar nicht. Das ist schon fast seltsam irgendwie. Aber cool. Leder, Kalkstein, Federn, unglaublich viel. Eisen. Gut. Rüsten wir uns mal eben. Eventuell sollten wir vielleicht sogar mal darüber nachdenken, andere Speere zu bauen, ne? Steinmesser, falls wir häuten müssen. Einmal habe ich mehr gekauft. Ja, die hält schon ziemlich lang, die eiserne Axt. Eiserne Schaufel. Das heißt, wir benötigen auf jeden Fall demnächst eine neue Schaufel. Oh du, das macht nichts. Das macht nichts, lieber Kadaver. Danke dir trotzdem. Vielleicht entdecken wir das ja nachher noch. Das kann ja alles sein. So, ja, noch eine Dings. Ja, könnten wir eigentlich. Brauchen wir da? Ich glaube 2 Rundhölzer, 4 Metall oder so. Dö, dö, dö. Wo ist sie, die Schaufel? 2 Rundhölzer, 4 Metall. Gut. Hab ich denn schon unter Waffen den Speer freigeschaltet? Rundholz zu Eisen und Wollfaden. Okay, dann brauche ich den auch noch gar nicht freischalten. Leinenfäden, Rundholz, Leder, das wäre eine Möglichkeit. Den könnten wir uns sogar herstellen, den Armbrust. Und ja, okay, da müssen wir auch Eisenbolzen lernen. Sind das im Moment technologisch die einzigen Waffen, die wir da irgendwie
Wo lernen wir den Wolfarten? Ah, hier. Ja gut, aber dazu müssen wir dann halt auch ein Schaf scheren, ne? Und ich weiß nicht, ob die so happy sind, wenn wir da oder üben am fremden Schaf die Wolle entfernen. Temporär, die wächst ja nach, aber trotzdem. Teutungsmesser, eiserner Spieß. Vielleicht mal lernen? Vielleicht mal herstellen? Mal gucken, wie der ist? Aber Wollfaden, ne? Nicht Werkzeug. Ja, Wollfaden, den müssten wir kaufen. Und da habe ich irgendwie im Moment gar kein Interesse dran. Schere, viermal Eisen nur. Okay. Wenn wir da so ganz zufällig, so wenn wir mal wieder in einem Dorf sind, wo Schafe sind, da ganz zufällig am Zaun aus Versehen mal so ein bisschen, ob die uns das übel nehmen und uns dann steinigen und so, an einen brennenden Pfahl binden, möglich ist das. Ein bisschen Bammel. Zwei Rundhölzer, vier Eisen. Habe ich hier nicht noch ein bisschen Rundholz mit drin? Guck mal, als hätte ich auf eine Schaufel gewartet, ne? Ting, ting, ting. Das poltert aber schon ganz schön. So. Wie schwer sind wir durch die zweite Schaufel? 2,5 Kilo schwerer, als wir es eigentlich müssten. Die eiserne Axt brauchen wir nicht unbedingt. Speere brauchen wir da, wo wir jetzt hingehen, auch nicht unbedingt. Das heißt also, wir können noch ein bisschen Ballast hier lassen. Wir sind hauptsächlich für Lehm unterwegs. Wir sind im Namen des Lehm unterwegs. Aber damit quasi und so. Denn ich glaube, dass die das überlebt, die Eisenschaufel. Ich hätte vielleicht, aber auch nur vielleicht. Wir kommen sowieso gleich wieder zurück. Und wenn ich dran denke, packe ich noch Essen ein. Ja, wir kommen eh am Wasser vorbei, dann können wir da auch trinken. Ja, mehr brauchen wir nicht, ne? Im Moment. Das hieße, wir werden eventuell bis zum Morgen. Also wenn wir jetzt hier das Lehmloch nehmen, dann das Lehmloch zwischen uns und Baranica. Sind wir gegen morgen fertig. Wir könnten dann noch ein bisschen weitermachen hinten beim Jäger. Dann haben wir wenigstens auch schon wieder ein bisschen Sonnenlicht, wisst ihr? Von wegen Wolf, Wildschwein. Wiesent. Komischerweise sind alle gefährlichen Tiere hier irgendwie mit einem W. Noch. Waldemar. Ja. Hätte ich sagen, wir machen erstmal hier den Safe Point. Den sicheren Lehmhaufen. Und dann schauen wir mal. Ja, noch nicht zugeordnet, ne? Na, da bist du ja, mein Tonvorkommen. Cool. Was? Wasser? Warum zwei? Waren das zwei Haufen? Okay. So, nichts dagegen. Ich wollte einfach nochmal fragen, ob sie sich nicht vertan haben, Herr Ton. Aha, fünf Ton, das sieht schon wieder realer aus. Also 5 bis 9 ist jeden Fall die Spanne und es liegt häufig dazwischen. Also, es ist selten 4 und ich habe noch nie 10 gehabt. Und das Tonvorkommen hier ist, glaube ich, sowieso nicht so groß. Es ist nur so ein bisschen verwaldet. Sieben Ton, das ist schon wirklich nett. Weiter geht's. Also ich denke, dass wir das Tonvorkommen hier entweder komplett weggeschaufelt bekommen. Nochmal 7, sehr schön. Oder wir sowieso vorher die Segel streichen müssen und zurück wegen Last und so.
Ja, wäre aber trotzdem schön, hier kein zweites Mal vorbeizumüssen und schon jetzt in der Nacht alles zu erwischen. Was immer nicht so einfach ist. Wie gesagt, es ist dunkel. Es ist Sonntag, es ist dunkel und wir spielen Medieval Dynasty. Mittelalter. Schon wieder 7. Schön. Das freut mich jetzt aber. Frau Krog ist kaputt gegangen. Die arme Frau Krog. Wir haben einen Run. Freunde, wir haben einen Run. Huch, und Seltenheit. Ich habe meine Fackel denn doch nicht zu Hause vergessen. Krass. Sonst sieht man mich doch dann immer direkt erstmal zum Wasser laufen. Schilf sammeln, 5 Ton. Ich hätte mal nicht so rumschreien sollen, ne? Hier war doch eben noch einer. Okay, dann ist das der hier. Ich hätte nicht so rumschreien sollen, ne? Von wegen, wir haben Run mit 7. Ja, 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 ja. 5 Ton, siehst du? okay, okay, okay. Ist es noch lehmig? Lehmig-Tonik? Ist hier noch ein Toni-Lumi? Nicht? Shit. Ich brauche doch nur noch ganz wenig Ton. Oh, es kraut schon der Morgen. Sehr gut. Ja, dann können wir hier die Action jetzt fast abbrechen. Weil so weit ging das Tonfeld nicht. Das hatte noch so ein paar Ausläufer, aber hier waren wir gerade eben schon. Ja, gut, dann sieht das aber so aus, als hätte man das jetzt wirklich mal gut abgearbeitet, oder? Ich denke schon. Ich denke schon. Gut, 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 gut. Wie viel haben wir denn? 56. Ja, das ist immerhin eine kleine Menge, ne? Gut. Packen wir die Schnutzelfackel weg und dann über die Brücke. Wir könnten theoretisch noch hier unseren Trinkschlauch irgendwo reinhalten. Bam. Ach. Ein voller Trinkschlauch, der macht einen direkt wieder ein bisschen, ja, wie sagt man? Beruhigter. Cool, dann können wir jetzt zwischen Baranica und unserem Dorf da mal so ein bisschen den Dreck von der Straße kratzen. Da sind wir dann auch gewappnet, da können wir dann auch Speere mitnehmen. Und wir sehen dann auch wenigstens was, wenn wir angegriffen werden. Nicht so wie die letzten Male. Ja, wenn es dann irgendwann mal einen Laden gibt, den bauen wir denn hier vorne hin, ne? Oh, es ist ein wenig neblig. Man riecht die frühen Lagerfeuer in den Häusern. Die ersten sind auch schon wach. Komm schon. Oder sind die letzten, die aus der Taverne kommen? Okay, ich wollte eigentlich gar nicht so weit gelaufen sein, aber ist ja egal. Ich muss sowieso zu einem Lebensmittellager. Speichern nicht. Ja, da, ich hab original gerade noch dran gedacht, ne? Speichern nicht vergessen, da hast du vollkommen recht. So, damit haben wir. Ja, fast 70 Ton. Das ist schon mal so ein Busy. Was sagt unsere Schovel? Die sagt 48. Dann. Ja, gehen wir erstmal. Bitte. Und dann Jäger. Ton. Jägerton. Hä? Megatron. Ja! Go, go, Power Ranger. So, 4 hölzerne Speere nehmen wir mal mit. Ja, und wenn wir da mal erlegt haben, auch ein Messer. Überlege, also wir könnten ja mal probieren, so ein Wisent zu melken. Danke, Kadaver. Na, jetzt war ich gerade da schon und bin trotzdem
wieder abgehauen. Aber es ist schon mal ganz gut, wir müssen eh in die Richtung. Wir nehmen erstmal einen Jägerton. Jägerton. Moin! Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm, hm? Oh, das müssen wir uns mal merken hier, das notieren wir mal im roten Buch, ne? Vor 6 Uhr ist der schon wach. Ich wünschte, ich könnte das von so einigen Händlern erzählen. Okay. Lass es sogar drauf ankommen mit dem Vergammeln erstmal. Also im Endeffekt, da können wir jetzt hier so mal eben eine gute Tüte gebratenes Fleisch mitnehmen. Was soll das? Wir müssen ja hier nicht auf die ausgewogene Ernährung achten, sondern nur, dass wir sind satt, Bruder. So. Ja, wo ist denn der? Ein bisschen rechts hoch, okay. Dann täte ich mal sagen, ja, Nordosten, nicht Nord-Nordost, nichts anderes. Da kommt denn aber auch der böse Wolf, ne? Und ich sollte mir für den bösen Wolf mal eben schon was hier so. Das Empfangskomitee. Begrüßungsstock. Ja, das kann ich mir jetzt gerade nicht entgehen lassen. Alles klar, bis nachher, Kadaver. Lehm? Ton? Na, ja, okay, da. Immer mal gemütlich. Ah, da ist die Hütte und dahinter ist es. Okay. Es wäre ja fast ein Unding, wenn hier kein Wolf auftauchen würde. Es täte mich ja schon fast wundern. Täte ich ja glatt noch an Magie glauben. Angekommen, mitgenommen. Fünf Ton, okay, also wir haben keinen Run mehr. Aber dafür haben wir echt eine Menge hier rumliegen. Ich glaube, wir müssen jetzt zweimal hin. Natürlich werde ich dafür ein paar Ästchen und Steinchen liegen lassen, das ist ganz klar. Aber darauf müssen wir uns jetzt erstmal gar nicht ankommen lassen. Wir buddeln erstmal. So viel Ton, wie es geht. Also ich hätte schon gerne einen Großteil der Häuser vor dem Winter dicht. Na? Und wir müssen jetzt auch nicht mehr Miete zahlen oder so. Das geht alles klar. Wir müssen nur während der Renovierungszeit kurz ausziehen. Nee, Quatsch. Das haben wir im Winter nochmal vor uns. Und da muss ich echt mal ein bisschen drauf achten, weil wenn ich da jetzt ein Haus öffne mit zwei Damen drin oder zwei Herren drin, dann muss ich die nachher auf zwei Häuser aufdingsen. Und das ist mir doch ein bisschen zu blöd. Das ist mir denn doch ein bisschen zu dürftig. Wie gesagt, also das letzte Mal konnten wir ja noch so ein Ausweichhaus bauen. Und dadurch dann halt nochmal zwei reinholen. Aber hey. Hä? Okay. Okay, also ich denke mal, das ist Umweltverschmutzung von mir hier, ne? Hölzerne Schaufel? Warum habe ich... Wegen dem Ton und der war sowieso im Eimer und... Ah, ja, ich kenne mich doch. Oh, ich bin vollkommen überladen. Ja, okay, 59 Ton hatten wir noch eben auch und da waren wir nicht nur überladen. Nein, nochmal. Hier gibt es ja kein F, hier gibt es nur ein X. Dann das F. Ja, hier können wir mal kurz essen. Essen wir mal ein bisschen. Die Fackel, der Holzhörner schaut ja in die Tumor weg. Ich meine, wenn wir sie brauchen, nehmen wir sie demnächst mit. Es gibt kein F, es gibt ein X. 44 Kilo. Ja, das sind die Spieße.
Okay, haben wir noch einen. Werden wir uns mit verteidigen können, ne? Wir sind ja keine Lusche. Oder doch? In die Richtung jetzt nach Hause. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall nochmal hier hinzukommen. Kein Wolf hört mich, kein Wolf sieht mich, ich bin unsichtbar. Lalalalalala. Kein Wolf hört mich, kein Wolf sieht mich, ich bin unsichtbar. Hoffe ich mal. Hoffe ich richtig? Nicht so ganz. Denn wenn ich in den Nordosten losgelaufen bin, muss ich wohl in den Südwesten zurück, denke ich mal, ne? Oder? Tät vielleicht irgendwie Sinn ergeben. Ah, okay, wir sind fast da. Hinter diesem Hügel dürften wir sogar vielleicht schon mal eine Holzfällerhütte von uns sehen. Könnte sein. Sieht aus wie eine Riesenspinne da in dem Baum. Ah, oh, schön. Tja, soll ich mich jetzt schon für kommende Nacht entschuldigen? Ich denke, es ist ein bisschen früh, aber kann man ruhig. Weil wir werden dann wohl doch noch ein paar Häuser klatschen müssen mit Lehm. Ja, ich brauche gar nicht so weit laufen. Okay. Uhr 23, das heißt, wir könnten sogar noch bei Tageslicht zwischen Branica oder Branica und unserem Dorf ein wenig den Dreck aus dem Wald kratzen. Das wäre auch ziemlich cool. Kurskorrektur eingeleitet. Können wir direkt was trinken? Ups. Ja, pff. Hä, ein Weg? Achso, okay, ein Weg. So, fast da. Schubidubidu. Wo ist der Ton hin? So, das geht da lang. Hier ist ein Trampelpfad. Geht es hier wieder los, ne? Hier ist nix. Okay. 1, 2, 3 haben wir. Lebt immer noch. Das ist, naja, mal gucken. Vielleicht wird die auch genervt wie die Speere. Das wäre schade. Aber okay. Es war aber bisher sehr wenig Ton, ne? 25 Ton. Hatte ich auch das letzte Mal nichts gesehen, da habe ich schon mal gescannt. So, haben wir das? Ja. Da könnte noch was sein. Oh ja. Cool. Oh ja, oh, fein. Sehr schön. Das ja, lasse ich mir gefallen.
neuen Ton. Ah, dann ist da die Hütte und rund um die Hütte ist quasi Ausgrabungsgebiet. Bei anderen Spielen würde man da noch Artefakte oder Fossilien finden, die man Gunther oder Eugen bringen kann, wie auch immer. Aber ja, haben wir hier noch nicht, ne? Wir sind reich an Ton und mächtig an Schweiß. Wetten? Ja. 52, also einmal dürften wir, könnten wir, hätten wir noch Platz, auf jeden Fall. Sehr schön, dann ab nach Hause, ne? Schade, dass wir hier Alvin nie wieder angetroffen haben. Ist überhaupt jemand zu Hause? Ja, Sambor ist da hinten. Oh, der ist am Jagen, ne? Jetzt habe ich ihm die Jagd versaut, oder was? Ja, der Blindfisch. Der macht nur Übungen, okay. Okay. Bogenhals einer Schmerz, oder? Haben wir irgendwas zum Verkauf? Blöde, nicht wirklich. Nein. Nein. Nee, haben wir nicht. Und wir wollen von ihm auch nichts, ne? Nein. Okay. Tschüss, Sambor. Ich hoffe, dem Alvin geht's gut und er macht sich. Wait, me auch noch? Schon? Kann schon sein. Gut, dann bleibt uns noch eine mir bekannte Tonstelle bei uns. Fuck, in der Nähe. Der ist links hinter mir. Boah, oder beide. Ich bin jetzt tot. Ich sterbe, liebe Freunde. Mit der Eisenschaufel hätte ich nichts machen können. Und ich habe länger nicht gespeichert, obwohl der liebe Kadaver das gesagt hat. All das, was ich getan habe, ist verschwunden, ihr Lieben. Alles. Oh!